Hallihallo YouTube und willkommen zu einer neuen Folge Star Citizen. Mal wieder eine Raumschiff-Vorstellung. Heute haben wir die. Boah, Leute, ich hab den Namen vergessen. Scheiße. Argo? Argo, Schießenstutz, steht das hier zufälligerweise im HUD drin? Argo MPUV oder MPUV, MPU, MPUV. Transporter. Warum auch immer Transporter? Ich habe mir einen. Und mit den Rex habe ich mir einen Menschen. Also so ein. Wie stand da? Da stand einmal Cargo und einmal das andere. Passagier oder irgendwie sowas stand, glaube ich. Da, wenn ich mich nicht irre. Hat auch 500 mehr gekostet. Erstmal zum Schiff. Vom Ausschauen her irgendwie voll geiles Teil. So ein richtiger Klops. Magisch. Hat was. Ach doch, siehst du? Man kann ja Leute transportieren. Finde ich cool. Also ein richtiges Taxi eigentlich. So ein Oldschool-Taxi. Gefällt mir sehr, sehr gut vom Optischen her. Ich setze uns gleich mal rein, mal schauen. Ist hier ein bisschen verbuggt. Sitz. Von hier, also schaut echt cool aus. So ein richtiges Minenfahrzeug könnte man schon fast sagen. Ich weiß nicht, für was es gemacht ist, ob es für wirklich für Leute gemacht ist, die. Komme ich da rein? Ja. Für Leute gemacht ist, die. Ach Gott, mich an. Die auf die Arbeit sollen oder so. Ja, das kann ja durchaus sein. Wieso nicht? Jupp. So, schauen wir mal, ob wir das machen können. Nö, das geht nicht. Ja, können wir reinscrollen? Oh, oioioi, Alter, das müssen sie aber nochmal anpassen. Ja, das geht so nicht, ne? Also nur zur Information, Kumpel ist. Okay, das ist doof, oder? Nochmal, Sicht, von oben. Dann braucht man nicht aufs Dach steigen. Von oben schaut das Ding auch richtig bullig aus. Gefällt mir richtig gut. Also ohne Scheiß. Also vom Design her finde ich das richtig top. Hier Platz ausreichend, würde ich jetzt sagen. Jetzt schauen wir uns mal hier an. In der Perspektive. Warum bin ich eigentlich schwarz, Leute? Kann mir das jemand sagen, warum ich schwarz bin? Ich hätte gerne einen weißen Spieler. Kann man das nicht irgendwo einstellen? Na egal. So. Nochmal den. Dann nochmal absteigen. Ne, mit der Sicht. Mal aussteigen. Mal schauen, ob ich das verbock jetzt oder ne. Piep, piep. So. Jetzt bin ich wieder in meiner gewohnten Umgebung. So, mal schauen, ob ich raus tippeln kann. Also sehr eng das Ding. Also man muss sich da direkt. Ich würde es schöner finden, wenn man gezwungen wird, dass man sich duckt. Weil wenn die Kiste eh schon so mega klein ist. So. Also. Vom Handling her, cool. Ich weiß nicht, ob man hier noch was machen kann. Ich glaube aber nicht, oder? Doch, Use. Aha. Cool. Aufzumachen. Zum Reparieren, oder was? Kann man hier auch noch was usen? Gehen wir auf die andere Seite noch. Schauen wir mal, hier noch was usen können. Usen, ne? Das ist das. Ja, klar, ich kann von. Ja. Okay. Was man auch immer hier machen kann, ist mir wurscht. Geht mich nichts an. So. Also, die Kiste ist nur geliehen, kostet 4000 Rex. So. Jetzt zum Inneren. Zum etwas fliegen. Mal schauen, wie sich das Ding macht. Ihr kennt meinen Test. Von der. Warte, wo haben wir den? Ne, das ist der falsche. Von der Übersichtlichkeit. Warte mal, wie macht man das gleich wieder? Der konnte man doch. Y. Ach, Y war das. Von der Übersichtlichkeit her. Boah, Alter, ist das Ding klobig und unübersichtlich. Ohne Scheiß. So ein richtiger, richtiger klobiger Transporter. So richtig. Weil das ist zu tief. Also man sieht es auf einen Blick. Okay, da und dort und jenes hat man da. Target, bla bla bla. Aber ich finde das Ding richtig unübersichtlich klobig. Aber okay. Scheiß der Hund drauf. Wir heben mal an. Nee, nicht Landing Complete. Hau ab jetzt. Flieg jetzt. Uah, hoch, 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 hoch. Toll, ich explodiere gleich. Leider spiegelt es noch ein bisschen. So,
Jetzt schauen wir mal, was das Ding kann. Vollspeed. 85? Okay, jetzt gehen wir mal in den Cruise-Mode, oder was ist das für einer? Mal schauen, was da die Kiste kann. Wie schnell. Und gucken wir mal, wie stabil die Murmel läuft. Jetzt gehen wir mal richtig Vollspeed, warte mal. Na komm schon. Kollegas, komm, zack, zack. Zack, 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 zack. Nicht so viel Zeit. Mal schauen, was die Spitze bringt. Geht da noch was? Ist klar aus. Scheiße. Alles verbraten. Okay, irgendwas um die 400, wenn wir Glück haben. So, jetzt schauen wir uns das nochmal an. Ui, 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 wo fliegst du denn hin? Flieg vorwärts, Kollege. Schub, Schub, Schub. Schub. Schub alle, ne? Nein, ich geh noch drauf, Alter. Oh, ist das eng, Alter. So, das ist die Kiste von hinten. Macht einen coolen Eindruck. Ohne Kack. Boah, ist das knapp, Mann. Ist das eng, Alter. Jetzt schauen wir mal, ob wir einen schönen Screenshot noch hinkriegen. So. So, ne, das war's, ne. Geht da noch einer? War's der? Ja, der ist schön. Also eigentlich kann man nicht mehr so viel screenshotten. Ich weiß nicht, was ich da noch shotten soll. Klobiger Scheiß, Alter. Oh, ist die... Oh, krass von unten. Ist die fett, Mann. Richer, fetter Arsch. Ich stehe auf fette Arsche, Alter. So, ich mache mal ein Screenie. Ich hoffe, dass das jetzt hingehauen hat. Mal gucken. Weil von der Seite lohnt es... Also von der Seite muss ich sagen, von vorne gefällt es mir nicht. Direkt von vorne, da finde ich es scheiße. Aber von hinten, der fette Arsch, der taugt mir. Der taugt mir richtig. Komm, machen wir einen Booster. Dass wir hier mal einen schönen Turbo-Boost haben. Gut, dann. Hier. Scheiße. So, jetzt. Gucken wir mal, was die Kiste kann. Sie ist halt einfach nur klobig, ne? Also, es ist halt mit 100, ihr seht es, also mit 85, ihr seht es selber. Die haben nochmal die Geschwindigkeiten angepasst, ist mir aufgefallen. Ist die klobig, Mann. Die haben nochmal die Geschwindigkeiten angepasst. Hat die keine Waffen? Hat die echt keine Waffen? Ey, die hat doch keine Waffen. Boah, Alter, ich bin echt so ein... Wäre ich echt so ein Opfer? Ohne Waffen? Also ich drück die Maus und es geht nichts an. Also wir sehen uns mal wieder im PTU, würde ich sagen. Im PTU. PTU? Nein, nicht im PTU. PTU? Im PU? Im Universe? Mach mal Universe. PTU hört sich so offiziell an, so... So... Naja, ihr wisst schon. Mein erster Eindruck, wer das machen möchte, dass die Leute durch die Gegend kann, mit dem Schiff, okay. Absolut. Ja, ja. Die Optik von dem Schiff ist okay. Die Spiegelung wird bestimmt noch weggemacht, hoffentlich, weil das ist absolut ein No-Go, Mann. Was ich schön finde, hier links das Verwischen, ihr seht es, dass die Scheibe richtig dreckig ist, richtig dirty. Das ist cool gemacht. Und ansonsten, ja, genau. Aber ich verstehe echt nicht, hat das Ding echt keine. Das kann doch echt jetzt ohne Scheiß, Mann, Leute. Das kann ja nicht sein, oder? Keine Waffen dran? Null? Ja, da? Nicht mal ein kleines? Scheiße, Mann. Auf was habe ich mich da eingelassen? Das ist wirklich nur so ein scheiß Frachter. Von A nach B. Aber cool schaut aus. Von hinten, fuck, fuck, ist ja geil. Von oben auch, finde ich cool. Ich schätze mal, da kann man so ein Tower reinbauen, oder noch? Zum Torrent. Und von vorne, naja, okay. Egal. Jo, dann sehen wir uns im PTU. Mache ich hier erstmal Schluss, mal einen Cut. Muss eh noch ein bisschen konvertieren, so ein Kack. Und so ein bisschen mehr schnibbeln werde ich nie. Ihr kennt mich, ich schnibbel da nicht. Ich mache einfach einen schönen Cut. Ciao, ciao. So, guten Morgen, Leute. Ich bin's wieder. Willkommen zurück im PTU.
Warum mache ich das Ganze? Ganz einfach, weil im P2O sich immer das so ein bisschen anders verhält als in den Free Flights. Auch von dem optischen her ist es ein bisschen anders und so weiter. Deswegen gucken wir mal, was passiert. Hallo? Ich hab doch Use gedrückt. Gut, im PTU ist dieses Fluggerät noch nicht da. Warum auch immer. Ich habe keinen Schimmer. Ist es jetzt echt so, dass man jetzt nur... Oh Leute, ist das wirklich so? Shit, Mann. Mann. Ist es wirklich so, dass das im PTU nicht da ist? Weil... Es ist noch nicht... Es ist doch schon im PTU. Ich habe das doch schon mal im PTU gesehen. Im PTU, im Universe. Mann, hey, fick, Mann. Alter, das ist nie lustig. Ich habe gedacht, das ist da. Das ist freigeschalten. Warum komme ich denn hier rein? Hallo, Kollege. Ich habe doch Use gedrückt. Oh, Alter. Oh, okay. Es geht nicht. Scheiße, Leute. Es tut mir echt leid. Ich hätte gedacht, das funktioniert. Ich schaue es mal im Hangar an, vielleicht funktioniert es da. Ja, toll. War klar. Ja, meine Avengers da. Huhu. Naja, supi. Ich hoffe, dass es nur ein Bug ist, ansonsten reiche ich es nach. Wie gesagt, im Hangar, ich guck mal schnell rein. Vielleicht schaffe ich es noch. Und. Ja. Ja. Okay, bis später. So, welcome back, Leute. Oh, ich hoffe, es funktioniert jetzt. Keine Ahnung. Sieht es live? Live, Leute, live. Ach, da geht's, ne? Ihr Arschlöcher, ihr Blöden. Boah, da krieg ich so einen Hals, Leute. Da krieg ich so einen Hals, warum es auch immer da jetzt nicht funktioniert hat. Ja. Hier sehen wir es nochmal. Ich hoffe, dass das. Hier sind auch die Hardpoints. Die haben wir vor. Habe ich die vorher nie gesehen? Ne, sind keine Hardpoints. Cooler. Was ist das? Shield, okay. Cooler. Powerplay, okay, mehr nie. Was ist hier unten noch? Vehicle, okay, man kann. Ah ne, Quatsch, das ist wie gut. Ich blöd, Mann. Gut. Also, da gibt es nicht viel hier zu sehen und zu sagen. Aha, ich kann einsteigen. Guten Tag, hallo. Hallo erstmal. Hupf doch mal einen rein. So, also. Wie ihr seht, der Mann ist viel zu groß dafür. Also ducken, man müsste es erzwingen. Ich hoffe, das kommt noch. Enter Seat. Kollege, hier, wo bist du? Da. Gucken wir mal. Der ist ja auch immer noch zu groß. Ja. Also nicht nur der Helm, sondern komplett. Von den Farben her, ich glaube, hier spiegelt es ein bisschen weniger. Kann jetzt aber nur täuschen. Ja, komm mal raus hier. Komm mal raus jetzt. Ach so, ich muss ja F drücken, ich blöd, Mann. Alter, fall da. Ja, nee, ist klar. Weil du dich so duckst, ne? Ohne Kackherz. Aber so geht's nicht, oder? Ach, so macht das? Okay, dann ist das scheinbar noch ein Bug. Also er würde es sogar machen, dass er sich so ein bisschen hinkommt. Hoffentlich wird das noch besser gefixt. So. Ja, wird's ja. Ist ja nur eine Alpha, mein Gott. Aber, ne? Release 2026, ihr wisst es. Ach, 27 mittlerweile, wir haben 2007. 17. Nochmal an alle. Nochmal an alle. Gutes neues Jahr. Genau, hier sehen wir die Küste. Nicht mehr ganz so spiegelig. Oh, hier noch ein bisschen. Aber hier, das Bild macht schon einen schönen Eindruck. Also, das passt. Alles gut. Ja, dann wieder raus aus der Kiste. Oh, da schwimmen die Pixel. Habt ihr es gesehen? Am Lenkrad? Wenn nicht, dann spürt's mal zurück. Da sind die Pixel geschwommen nach vorn. Jo, was soll man sagen? Also, das Ding. Stolzer Preis. Ich hoffe, die machen den Preis nie günstiger. Aber ich hoffe, im Ingame wird der ganze Spaß ein bisschen günstiger. Also 6.000 Racks, 4.000 Racks für wie viel? Wie viele Tage? 14? 7? Ah, keine Ahnung, Leute. Schießt die Wand an, ich weiß es echt nicht.
Auf jeden Fall ganz schön viel Geld. Ich vermute mal, wenn es Spiel draußen ist, wird das ganze Ding um die 60.000. Also was da in Europreis umgerechnet ist, kosten nur. Also 60 Euro ist gleich 60.000 und UEC oder sowas. So vermute ich mal ist die Umrechnung. Damit das ja auch alle schön schnell kaufen, das Ganze. Gut, dann war es das von mir hier, weil ich kann nicht mehr machen. Tut mir leid, der PTU hat leider nicht funktioniert. Vielleicht, sobald es funktioniert, reiche ich es noch nach. Aber jetzt funktioniert es leider nicht. Und da habe ich auch nichts Neues, obwohl ich so ein Christmas-Geschenk gekriegt habe. Also kann ich nicht anpassen. Ich wollte mir auch jetzt einen letzten neuen Hangar kaufen oder was, aber den Airflow, ach, schießt mich tot, wie der heißt, der nagelt mich an die Wand. Aber die 20 Euro sind es mir einfach nicht wert aktuell. Ich bin dazu noch nie bereit, noch mehr Geld in den Spaß zu investieren, weil ich habe ja schon mindestens, also umgerechnet habe ich glaube ich schon 110 oder 120 Euro dort gelassen. Und für mich reicht das erstmal, weil ich will auch sehen, dass was vorangeht und nicht nur alles irgendwie so, ja, wir machen mal ein bisschen Space Marine, das ist aber buggy, mal machen ein bisschen Arena Commander schön, das ist aber auch buggy, es tut mir leid und ja, ne, und unser Mini-Universe, ich weiß, dass das alles lange dauert, ist auch kein Hate. Aber wie gesagt, ich persönlich bin noch nicht bereit dazu, deswegen leihe ich mir den ganzen Spaß aus, ist auch eine schöne Option, kann ich jedem empfehlen, der dieses Spiel auch kauft. Für mich selber finde ich auf jeden Fall, dass das die 60 Euro Starterpaket oder keine Ahnung, also mit diesem Singleplayer auf jeden Fall wert ist. Auf jeden Fall, egal ob das scheiß Spiel in der Early Access bleibt. Wenn der Singleplayer ausgekoppelt wird, bin ich schon glücklich. Ja, dann, wenn der wirklich ruckelfrei läuft, einfach alles sauber funktioniert, dann ist das für mich gegessen, das Ganze. Dann ist mir wurscht, ob der Multiplayer noch funktioniert oder nicht. Es wäre für mich zwar schade, weil ich freue mich auf das ganze Ding, auf das ganze Projekt. Aber ja, ne? Leute, es soll alles bei Ingame umsonst sein. Also alles mit Ingame-Währung bezahlbar sein. Deswegen, ja. Wo ich mich freuen würde, wenn neue Leute, Zuschauer oder sonstiges mich vielleicht unterstützen, indem sie meinen Code benutzen. Ihr wisst schon, ihr kriegt ja dafür 5000 UECs, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Ja, Ingame oder so, wenn das Spiel mal draußen fertig ist. Und ich krieg halt so ein kleines Gadget wie irgend so eine scheiß neue Knarre oder was. Also ich brauche jetzt, glaube ich, noch einen Supporter, der meinen Code benutzt. Dann habe ich, glaube ich, einen Badger-Repeater oder irgendwie sowas, wie die Dinger heißen. So ein Doppelpack wäre natürlich für mich sehr nützlich. Mein Hauptziel oder mein Wunsch wäre, wenn 5 Leute meinen Code benutzen, dann kriege ich so einen coolen Buggy und mehr will ich gar nicht. Das ist schon zu viel eigentlich. Also für das, dass ich nur hier die Let's Plays mache, die eh nur aus Just for Fun sind. Okay, das war's jetzt von mir. Sorry, dass es so lange gedauert hat. Und ja, Safeland Hangar hat sich nicht wirklich verändert, glaube ich. Braucht man nie anschauen. Arena 18. Oder Arena 18 oder wie auch immer geschimpft werden will, habe ich jetzt nicht gemacht. Ich wollte eigentlich schon Tschüss sagen, ne? Habe ich nicht gemacht. Hat den Hintergrund, weil ich glaube, ich vermute mal, dass sich da nichts geändert hat, nicht viel. Es sollte ja implementiert werden, dass man eventuell die Waffen dort kaufen kann für die Schiffe und so. Das habe ich noch nicht gefunden. Ich glaube, es funktioniert auch noch nicht. Also da nagelt es mir an die Wand, aber ich glaube, dass das nicht funktioniert. Und dass es immer noch nicht implementiert ist. Ja, ansonsten, nö. Haut rein und tschüssi, Laikowski. Wir sehen uns.